Schutzleiter der Wegedom möchte ich alle herzlich hier in der Dessauer Anhalt Arena begrüßen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich die Teilnehmer, die sich aus Ihrem Landesverband für dieses heutige Endrundenturnier qualifiziert haben. Wir begrüßen ganz herzlich hier in Dessau den JMV 1. FC Südmünchholm Eichsfeld. Ein herzliches Willkommen hier in der Dessauer Arena, sagen wir die Vertreter aus Sachsen-Anhalt, dem TV aus Tanja Werbung. Der Vizepräsident des Sachsen-Anhalt, Michael, wo bist du?
irgendwo hier in der Nähe, dann den Verbandssportlehrer von Sachsen-Anhalt, den Dieter Hausdörfer, und wir begrüßen auch natürlich zur Absicherung, falls es verletzt wird, unser medizinisches Personal sitzt dort hinten in der Ecke, hoffentlich nicht so viel Arbeit heute, auch euch ein herzlich willkommen. Ja, Spielen, 15 Spiele sind zu absolvieren. Ich wünsche euch viel Erfolg, tolle Spiele, schöne Tore, faire Begegnungen, allen Mannschaften alles Gute. Bedanke mich schon jetzt bei euch und wünsche dem Turnier einen super Verlauf. Dankeschön.
Yeah!
So, wir kommen mit so einem Gegner, TV Australia Bernport und MSV Fahrtwerk Hildreich.
für das nächste Spiel bei euch in der Anführung von Tübersjägers Frau und Tennis Poesie. Thank you.
So, jetzt ist es wirklich Timeout. Das war ja ausgeschlossen, Babelsberg ist mit einigen Beibesitz, also eine Minute Pause. Thank you.
Fahne hört schon so nicht klasse. Der Grüne.
ja überhaupt nicht am Rücken. Come on.
am Ende deutlich mit 6 zu 1. So, willkommen dann zu den sehen wir wieder ins Bild. Ja! Was denn nun? Hast du da gepfiffen eben? Hä? Er hat die Hand auf mich erhoben. Alle heben sie die Hand zum Zählen. Ich wusste Janik jetzt noch nicht, wie lange. Kommt schon in der Hand, der Torwart. Was denn nun?
Ach, jetzt machst du Zeit aus. Ne?
Thank you.
Dennis Groß, der Windows. 13 Minuten pro Schütze. Mit der Nummer 9, Corona TJ. So, willkommen. Also, jetzt die Begegnung im heutigen Schutzeiger-Terpeten-Flor. Das Fußballverband des Fußball- und die Mannschaft. Zum ersten FC Nürnberg wieder der FC Nürnberg Barnsberg. Wir bitten Dennis Groß nochmal auf den Werbezettel, den besten Spieler des Fußballs einzuladen. Thank you.
mit ihrem Wort. Thank you.
Ich bitte mal einen Betreuer von Tennis Borussia ins Kampf für dich. Danke. Mal eine gute Stellung, ja. Herzlichen Glückwunsch, liebe Leipzig, mit 6 Millionen Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Euch auch.
als bester Torschütze im heutigen Turnier erwies sich Abdullah Obejin von Tennis Borussia Berlin mit 5 Toren. So, er könnte dann auch gleich stehen bleiben, weil er auch die meisten Stimmen zur Wahl des besten Spielers im heutigen Turnier hat. Herzlichen Glückwunsch! So, wir haben den besten Torschütze, ich habe eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Letztendlich fiel sie auf Janis Riese, vom Mitkommelbein in Ausgang. So kommen wir zu den drei besten Mannschaften bei Ringing Junior. Das Ringing der Vor Süd, Eiswürfel mit 18 Toren und 6 Punkten. Herzlichen Glückwunsch! Ich möchte mal noch darum bitten, dass auch die Trainer der Mannschaften sich bitte in ihre Mannschaften einordnen. Bitte auch die Trainer, auch die Handler, für eine Medaille in der Liga. So, Platz 2, der heute wieder so belegte. Der SV Mautzberg von Rhein in 10 zu 6. Tore und 9 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Das war aus dem Fußballverband des BNB Junioren, wurde die Mannschaft von Tennis Borussia Berlin mit 11 zu 1 Toren und 13 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Auch der Mannschaft von BNB alles Gute für die Spiele.
So, ich möchte dann noch das Mikrofon an den Sportkameraden Klaus Stemmer, den jungen deutschen Sportler, der ist auch noch deutschen Fußballverband müssen geben. Ja, liebe Fußballer, liebe Trainer, liebe Betreuer, liebe Gäste, vielen Dank nochmal einmal den Spielern für die doch recht fairen Spiele, die wir hier gesehen haben. Ich bedanke mich nochmal bei den Trainern, bei den Coaches, dass sie heute Nase im Zaum hatten. Und ich denke mal auch daran, dass auch die Spieler eine super Leistung hier gebracht haben. Wir haben sehr schöne Spiele, sehr schöne Tore gesehen. Ich möchte mich nochmal bedanken beim Fußballverband Sachsen-Anhalt, beim Jupp nochmal, bei Olaf Klage, bei Frank Steller, Turnierleiter für sein Team, die alles heute super gegriffen hatten. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gemacht. Gut, die nicht Medaille gewonnen haben, sollen nicht traurig sein. Arbeitet weiter, entwickelt euch weiter. Viel Spaß, auch nicht nur beim Futsal, sondern auch beim Fußball. Ja, das ist unser eigentliches Metier. Ich wünsche den Tennisbrussen aus Berlin viel Erfolg. Dann im März in Ebelsberg bei der Deutschmeisterschaft im Futsal, der B-Junior des Deutschen Fußballbundes. Ja, damit ist alles gesagt. Dankeschön nochmal an das Org-Team und ich wünsche allen eine gute Nachhause.